Ich begrüße euch heute zu dem Einführungsworkshop zum Thema Airbrush. Ich hatte ja vor einiger Zeit, hatte ich mal auf der Mailingliste mal ein paar Bilder geschickt von Sachen, die ich gemacht habe, von Kleinigkeiten, die ich jetzt auch mal rumgeben werde. Der kleine Drache, der ist nicht geairbrushed, der ist mit Pinsel gemacht. Ja, und da haben mich mehrere Leute echt angeschrieben und haben gesagt, André, total cool. Wann bekommt ihr denn Sachen bei uns in den Space und wann machst du mal einen Workshop zum Thema? Und schwupp, haben wir einen Mittelantrag gemacht, der sensationellerweise sehr kurzfristig eingereicht worden ist vor einem Plenum, also vor dem vorletzten Plenum. Und eigentlich so durchgegangen. Da gab es, glaube ich, keine Gegenstimme, die gesagt hat, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und das hat mich gefreut. Und dann hat unser Finanzvorstand die Taschen aufgemacht und hat gesagt, André, schick mal ein paar Links. Wir haben Taros, du hast die Links. Und dann haben wir ein paar Sachen bestellt, die wir zum Teil hier haben, die wir um uns sehen. Zum Teil habe ich Sachen mitgebracht von zu Hause, die ich, meine langjährige Airbrush-Erfahrung, die ich nicht habe. Ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, mal so ein bisschen Spieler zu machen. Und dann habe ich einen Kompressor geholt, eine Pistole und sowas. Und habe tatsächlich auch mal so einen Workshop gemacht. Das ist auch schon 15 Jahre her und habe dann auch lange Zeit nichts gemacht. Und wie gesagt, jetzt bin ich irgendwie aufgekommen, mal wieder mit was zu tun. Und das hat echt wieder Spaß gemacht und das klappt auch ganz gut. Und ich denke mal, dass die Leute, die hier sind, dass ihr euch auch zumindest für interessiert. Ich betone nur nochmal wieder Einladung, man ist nach dem Workshop kein Künstler. Also wenn man vorher nicht gewesen ist, das ist tatsächlich nur heute der Umgang mit den Sachen, die wir haben, mit den Techniken, was nicht schwierig ist, aber man soll es mal gemacht haben. Ja, ich würde einfach mal nach und nach die einzelnen Geräte mal vorstellen und den Umgang damit zeigen und würde tatsächlich mal mit dem größten Gerät anfangen, das den größten Radau macht, dann haben wir es nämlich weg. Das ist nämlich tatsächlich unsere Absauganlage. Da muss ich gleich mal nach vorne stellen. Nie in die Kamera gucken. Nehmen wir das Stille hier als Plus. So, das hat ein 12 Volt Netzteil, wo ich hoffe, dass das nicht verschüttet geht, weil das wäre echt ärgerlich. Aber ich habe es beschriftet, wie alle Sachen, die wir haben. Und das Ding ist relativ einfach aufzubauen und sehr kompakt. Ja, haben wir das eben schon mal zusammengebaut. Echt. Kompakt zum Zusammenbauen und ist tatsächlich ein ganz wichtiges Utensil, weil die Airbrush-Farben, die Aerosole, die entstehen, die sind tatsächlich nicht gut. Da kann man mit Maske würde ausreichen, allerdings nur für die Partikel. Die Lösungsmittel, die da drin sind, die bekommt auch eine Maske weg und die bekommt auch das Absauggerät nicht weg. Also der Filter, der hier drin ist, der ist nur für die Partikel, nicht für die Lösungsmittel, die da drin sind. Also das sollte ein klar sein. Wir haben allerdings auch die Farben, die ich uns geholt habe. Das sind alles Acrylfarben auf Wasserbasis, das heißt, da ist keine Lösungsmittel drin. Von daher ist das für unsere Zwecke, ist diese Absaugung und noch mit einer Maske parallel, ist das wirklich aus meiner Sicht völlig unbedenklich. Ja, wie ihr seht, schnell zum Zusammenbauen. Hat auch eine Beleuchtung, die daneben liegt. Dankeschön. Muss man ein, zwei Mal gemacht haben, aber dann geht es relativ fix. Tatsächlich auch mit der, wir hatten eingebaute Beleuchtung, die prinzipiell gut ist.
aber ja, das ist so ein auch das muss man ein paar Mal gemacht haben. So trocken ist. Das wird man mal sehen. Das haben die echt gut gemacht. Ihr versteht, was ich meine. Andersrum. Okay. Es gibt hier noch einen Drehteller, wo man seine Objekte draufstellen kann. Der ist nicht irgendwie elektrisch betrieben, den muss man halt per Hand irgendwie verschieben. Aber da kann man tatsächlich seine Figuren, die man anmalen möchte, die kann man schön auf den Drehteller platzieren. Und dann schön mit der Hand drehen, da muss man noch nicht dauernd die Figur anfassen und drehen. Wenn man das macht, am besten ein Stück Papier drauflegen, damit man nicht gleich irgendwie alles schmuddelig macht. Aber wenn, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, ich mach's mal an, das ist nämlich ziemlich laut. Das ist nämlich das Nachteilige an dem Teil. Das ist tatsächlich, und wenn man hinten mal irgendwie ranhält, der hat richtig. Der hat richtig Durchsatz. Also das ist auch, wenn jetzt ein Raucher hier wäre und noch ein Blasen würde, dann das würde wirklich komplett reingesuchen. Und ja, man hat wirklich eine vernünftige Lichtquelle von allen Seiten, dass du wenig Schattierungen hast. Aber wie gesagt, es nervt mit der Zeit. Das heißt, wenn ich das Ding bei mir zu Hause laufen, ich habe das gleiche, dann habe ich tatsächlich hier Musik statt drin, hier, Musik, weil es dann mit der Zeit dann doch nervt. Jo, das zum Thema Absaugen. Also wie gesagt, die Partikel werden ausgefiltert, keine Lösungsmittel, wenn man Farbenlösungsmittel benutzt. Da muss man tatsächlich Maske tragen mit speziellen Filtern. Da gibt es dann spezielle Aufsatzfilter für Masken, die dann halt Lösungsmittel rausfiltern. Der Filter, der da drin ist, das ist so eine Glasfaserfilter, macht dann nach so einem bestimmten Standard, dass dann bestimmte Partikelgrößen rausgefiltert werden. Der ist, irgendwann ist er dicht, das wird ewig dauern, aber irgendwann muss er halt gewechselt werden. Geht ganz einfach, ist auch ganz kostengünstig. Ich habe auch genug Material da, dass man da die nächsten 5 Jahre tatsächlich da mal die Filter auswechseln kann, wenn mal was dicht ist. Jo. Zum Zusammenbauen das gleiche wieder rückwärts. Mache ich jetzt nicht, mache ich morgen oder nachher. Das ist relativ unspektakulär. Man kann es auch gut transportieren. Weiß nicht, ob wir vielleicht einen Platz auch dafür finden. Weiß nicht, aber auch vielleicht als Lötstation als Platz dafür nehmen, dass dann halt der Löt dann irgendwie abgesaugt wird. Muss man mal gucken. Wir gehen wieder in die Baumarkt. So, dann geht schon weiter. Mit heißer Luft. Mit Kompressor. Ich habe mal den ersten genommen. Und das ist mein Kompressor von zu Hause. Ist schon, ja, wie gesagt, 15 Jahre alt. Das ist aber der Geil, den wir auch haben. Tut es aber noch sehr gut. Nein, ist er nicht. Aber das ist auch schlecht. Da kann ich nämlich mal sehen, wo die Unterschiede sind. Wir schließen einfach mal an. Quasi sofort einsatzbereit. Also ich habe schon die Pistole angeschlossen, ich könnte prinzipiell sofort anfangen zu sprayen. Ist total cool. Aber springt immer wieder an. Das ist zum einen ist das unglaublich nervig. Zum anderen wird der Motor, weil er dauernd läuft, wird ziemlich warm. Und der Motor, wenn der ungefähr, ja, ich sag mal so eine halbe Stunde läuft, dann kannst du ihn nicht mehr anfassen. Dann musst du den tatsächlich auch ausschalten und wirklich mal auskühlen lassen. Das ist einfach, weil der
gegen einen Widerstand halt irgendwie anläuft, ist halt ein normaler Gleichstrommotor. Hier ist eine kleine Pleuelstange, oben so ein kleiner Kolben, der halt auf und runter geht. Und der erzeugt dann hier über diese Leitung, wird der Druck irgendwie rausgehauen, die Druckluft. Hier ist ein kleiner Druckschalter drin, das heißt, bei einem bestimmten Druck schaltet der Motor ab, dass der nicht unendlich läuft oder gegen den Druck läuft. Aber wie gesagt, wenn der mit Zeit läuft, der wird echt warm. Das ist nicht nur wahrscheinlich auf Dauer schlecht für den Kompressor, das ist tatsächlich auch, dass die Luft warm wird. Und man merkt das wirklich, wenn man längere Zeit mit warmer Luft arbeitet, dass sich das Sprayverhalten wirklich ändert. Ne? Und deswegen ist dieser Kompressor, leistet mir nach wie vor sehr gute Dienste, habe auch überhaupt keine Veranlassung, mir einen anderen zu holen, weil ich echt wenig mache. Aber es geht besser. Und zwar mit unserem Kompressor, den wir uns gekauft haben. Ich werde auch eben umbauen. So, der eigentliche Druckbehälter sind tatsächlich nur die Schläuche. Also es gibt ja keinen Drucktank oder was, wo halt die Luft irgendwie zwischengeparkt wird. Könnte man den nachrüsten, den Drucktank? Könnte man machen, lohnt sich nicht. Also das Ding kostet 50 Euro und das Ding kostet 90 Euro. Okay. Na, also ob man sich da irgendwie noch die Mühe macht. Na, also wenn man sich was selber holen möchte, dann würde ich auf jeden Fall zu dem raten. So, den machen wir ab. Den habe ich uns auch gekauft, das ist ein 6-Fach-Verteiler. Das heißt, mit diesem Adapter können wirklich entweder 6 Leute gleichzeitig arbeiten oder du kannst auch mit verschiedenen Pistolen mit verschiedenen Farben arbeiten. Na, also ich habe auch mehrere Pistolen bei mir zu Hause und ich habe es über eine Schnellkupplung, dass man die Pistolen sehr schnell an Schlauch anschließen kann und ihm tauschen kann. Aber wenn du wirklich irgendwie 2-3 betriebsbereite Pistolen hast, die am Schlauch hängen und sowas und du mal eben schnell tauschen kannst, ist sehr angenehm. Oder halt eben auch, wenn man mit mehr Leuten was macht. So. Kommen wir zu unserem Vereinskompressor. Der Kompressor ist vom Aufbau prinzipiell genauso wie ein anderer. Ist halt lediglich, dass. Mach das hier so schwer. Oder so. Ja, jetzt mal zum Anschließen. Also ich habe bei den anderen eben ganz vergessen. Der Kompressor, der gibt einen bestimmten Druck aus. Der wird aber nicht im Kompressor geregelt. Das macht man anhand, hier ist so ein kleines Manometer und so ein kleiner Druckregler. Hier kann man den Druck einstellen, wie die Pistole maximal abkriegen kann. Und unten drunter, da ist ein kleiner Behälter. Dieser Kunststoffbehälter. Hier. Das ist ein sogenannter Wasserabscheider. Wasserabscheider? Wieso Wasserabscheider? Wieso Wasser? Die Kompressoren, der als auch der, zieht durch die Umgebungsluft Luftfeuchtigkeit. Und das ist an Tagen wie heute, wenn das regnerisch ist oder tatsächlich so schwül ist oder so, ist das ziemlich viel. Wenn man wirklich mal eine Stunde damit machen ist, dann füllt sich wirklich unten dieser Behälter merklich mit Wasser. Na, und der wird hier mit rausgeschieden. Der geht also nicht in die Farbe, also ab hier geht es dann raus zur Pistole und da ist dann nur noch der Luftdruck und nicht mehr die Luftfeuchtigkeit. Wenn man das nicht hätte, würde wie gesagt die Luftfeuchtigkeit in die Farbe gedrückt werden und du hättest ein schlechtes Ergebnis. Aber ist das gleiche Teil nicht hier vorne schon am Kompressor dran? Genau. Weil hier ist es halt über eine Schlauchleitung, das angeschlossen wird. Gehört auch noch zu meiner Pumpe. Ach so, das ist extern quasi. Weil der ist nicht dran. Der hat es nicht dran. Okay. Aber unser Superkompressor, der hat es gleich eingebaut. Da ist tatsächlich auch hier ein Motor. Hier hast du halt eine kleine Pleuelstange, du hast einen Kolben, wo es auf und runter geht. Dann geht das über eine. Dann geht das hier über die Luftleitung, geht in den Drucktank rein.
Und das ist praktisch irgendwie ein Zwischenspeicher, wo halt die Luft eingedrückt wird. Und ja, so ein ziemlich hohes Volumen dadurch an Luft rausziehen kannst, ohne dass der Motor mehr arbeiten muss. Sehen wir gleich. Was er noch hat, der hat hier auch einen Abschalter, einen Druckschalter. Der ist eingestellt auf maximal 4 Bar. Das heißt, bei 4 Bar schaltet der ab und bei 3 Bar schaltet der wieder ein. Das heißt, wenn der Druck abfällt und der interne Druck von 3 Bar wird unterschritten, dann wird der Motor wieder zugeschaltet und es wird wieder Luft aufgebaut bis zu 4 Bar. So, und diese 4 Bar, die hier drin sind, die sollen natürlich nicht bei der Pistole landen. Deswegen haben wir auch hier, genau, was ich eben gesagt habe, ist halt hier nachgelagert, ist auch wirklich ein Druckregler und Druckmanometer. Druckregler und Manometer, so. Und auch dieser Wasserabschalter. Weil hier ist genau das gleiche Problem. Luftfeuchtigkeit wird angesogen und landet hier jetzt auch im Drucktank. Und das ist das Problem bei allen Kompressoren, die mit Drucktanks arbeiten. Luftfeuchtigkeit landet immer im Drucktank und führt nach einer Zeit zu Korrosion. Also die Dinger, die gammeln wirklich von innen. Und bei kommerziellen genutzten Kompressoren müssen die alle, ich glaube 10 Jahre, müssen die eine Drucküberprüfung müssen die haben. Die müssen zu einem zertifizierten Laden hin. Und da wird dann halt mit einem vielfachen Druck wird geprüft, ob der Druckgang in Ordnung ist. Und wenn ja, dann kriegt er einen Aufkleber für die nächsten paar Jahre. Und wenn nein, dann muss man wirklich diesen Druckgang tauschen. Also ich habe es noch nicht gehört, dass jemand so ein Ding mal irgendwie im Ohr geflogen ist oder ob das irgendwie nur einen Riss bekommt, das rausfliegt oder so. Aber es passiert. So, und dafür, weil auch hier das Wasser hier auch drin landet, gibt es hier unten ein Ablassventil. Also hier muss man wirklich alle paar Monate mal, muss man das, die Luftfeuchtigkeit, die halt nicht durch den Wasserabschalter abgefangen wird, da muss man mal irgendwie sehen, ob man schütteln kann oder ob man merken kann, ob da eine Flüssigkeit drin ist. Da muss man einfach um diese Schraube einmal lösen und Wasser ablassen. Da kann ich mich aber gerne drum kümmern, das kann ich alle paar Monate mal machen. Jo. Dann haben wir hier zwei Halter für zwei Pistolen. Und hier haben wir wieder diesen Sechsfachverteiler, das wir halt von dem Ausgang hier auf den Verteiler gehen können und von da aus zu den einzelnen Pistolen gehen können. Wir haben für jeden Ausgang haben wir den kleinen Regler, dass wir den zum einen zuschalten können, zum anderen können wir hier nochmal ein bisschen fein justieren. Wenn eine Pistole vielleicht irgendwie eine ein bisschen weniger kriegen soll, dann kann man das hier nochmal relativ fein regeln. So, den schließen wir mal an. Und schau mal, was passiert. Strom hat er. Dann wird er einfach jetzt mal eingeschaltet. Man hört, wo bläst er raus? Ein Ventil war nicht zu. Und jetzt bläst er tatsächlich, bis er seine internen 4 Bar erreicht hat, bis er abschaltet. Das dauert ungefähr 1,5 Minuten, das mal gezählt. Das in der Kombination zusammen mit der Absauganlage ist nervig. Das ist echt so. Ne? Wenn man dann auch noch sprayt, das macht auch noch Lärm. Also ich mache es wie gesagt mit Stöpseln und das ist alles gut. Das kann man auch schon am Manometer sehen, der ist zu hoch eingestellt. Der ist jetzt auf über 3 Bar eingestellt. Das heißt, der Abgang ist auf 3 Bar. Den stelle ich mal runter. Weil man sprayt mit einem Druck so zwischen 1,5 und 2 Bar. Das liegt zum einen an der Pistole, die man hat, was da vorne für eine Düse hat. Also ähnlich wie beim 3D-Drucker gibt es unterschiedliche Düsengrößen. Und es ist auch relevant, welche Farbe man benutzt. Ob die dickflüssig ist, ob die dünnflüssiger ist, wie man arbeiten möchte, wenn man nur einen ganz leichten Sprühnebel haben oder ein bisschen dickeren. Da muss man ein bisschen mit rumprobieren, sodass dass man tatsächlich mit dem Luftdruck, so jetzt ist er fertig. Und jetzt kann man auch schon sagen, also entweder ist der Kompressor aus oder er über 3 Bar. Na, also das kann man jetzt schon, diese zwei Zustände kann man jetzt schon irgendwie erkennen, dass man sagt, okay, also entweder ist er voller Luft
oder ist komplett ausgeschaltet. Wenn der unter Druck ist, ich habe das auch hier unten dran geschrieben, wenn wir mit Einarbeiten durch sind, würde ich euch bitten, dass ihr immer den Druck ablasst. Na, weil wenn er dann in der Ecke gestellt wird und hat noch seinen vollen Druck, da ist wirklich irgendwie alle Leitungen und Ventile, die da drin sind, Dichtungen und sowas, die stehen alle unter Druck. Muss nicht sein, ich weiß nicht, ob es Auswirkungen hat und sowas, aber ich würde euch einfach bitten, einfach die Druck, den Druck rauszunehmen. Und das kann man mehrmals vom Strom nehmen und rauslassen. Vom Strom nehmen einfach, genau, einfach rausnehmen. So, und jetzt kannst du es entweder machen, hinten über den Anschluss. Du kannst es machen über den Wasserabscheider, wenn man den Nippel umdrückt. Hier kann man es rauslassen oder, was man hat, habe ich eben vergessen zu sagen, es gibt hier noch dieser rote Schalter, das ist eine Notabschaltung. Das heißt, wenn, warum auch immer, der Druckschalter nicht abschaltet, bei 4 Bar, und der immer pumpen würde, der würde ja wahrscheinlich, irgendwann läuft der Motor nicht mehr oder irgendwann ist vielleicht, dass es den Drucktank wirklich zerreißt. Und da gibt es ein mechanisches Ventil, was auf 6 Bar eingestellt ist. Das ist dieses hier. Und das heißt, wenn es, das wird nicht elektrisch irgendwie angesteuert oder so. Das ist ein rein mechanisches Ventil, was bei 6 Bar tatsächlich die Luft rausschießen würde. Ihr habt eben auch gesehen, da ist eben ein bisschen was rausgekommen. Das war Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also auch hier drüber kann man relativ schnell komplett die Luftmeinung rauslassen. Und jetzt kann man den beruhigt in die Ecke stellen und sowas. Der ist jetzt drucklos und da passiert nichts mit. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob unter Druck da was passieren würde, aber ich habe mir immer angewöhnt, wo ich den jetzt in Benutzung habe. Also ich habe da ein paar Sachen gemacht. Ich habe den dann ausgeschaltet und groß gemacht. So. Das war's. Achso, ich nehme auch schon besser. Achso, nee. Warum ich überhaupt zeigen wollte, warum der viel egaler ist wie meiner. Wer es noch von innen im Sinn hat, wie lange man sprayen konnte, bevor der Motor einlässt. Wir lassen ihn erstmal aufpumpen. So, ihr merkt, also man kann hier viel länger sprayen und vor allen Dingen auch gleichmäßig sprayen. Du hast bei dem anderen, du hast den direkten Druck aus dem Kolben. Das heißt, du hast immer so eine flubierende Luft. Das ist keine gleichmäßige Luft wie aus einem Gleichstromakku, sondern du hast irgendwie aus einer schlecht gleichgerichteten Wechselspannung hast du hier so eine, ja, vibrierende Gleichspannung halt. Und du kannst hier wirklich richtig lange sprayen, bevor der wirklich unter seine 3 Bar gerät, um dann wieder neu nachzufüllen. Dadurch bleibt natürlich auch der Motor kalt. Wenn der nur alle paar Minuten wirklich mal anspringt, dann bleibt er natürlich also wesentlich entspannter und kühler, als es bei meinem so ist. Jo. So viel jetzt erstmal zum Thema Kompressoren. Habt ihr Fragen dazu? Okay, sehr gut. Dann. Kommen wir jetzt an die nächsten interessanten Dinge. Wir kommen zu den Pistolen. Wir haben
Set von dem Kompressor, also das war so ein, da war Schlauch mit bei, da war Pistole mit bei, da war ein Grundfarbe mit bei, dass man ein bisschen anfangen kann, war diese kleine Pistole mit bei. Die ist prinzipiell gut und ist eine chinesische Firma. Ich glaube, mittlerweile sind also alles, was irgendwie im günstigen Sektor angeboten wird, ist halt alles China-Ware. Ist auch nicht schlimm. Und da eine Pistole ein bisschen wenig war, habe ich uns noch zwei weitere dazu geholt, die etwas höher in der Modellnummer sind und auch etwas unterschiedlich sind. Man hat bei dem etwas teureren, also es sind echt nur ein paar Euro, so eine Pistole, die kostet, ja, ich sag mal, unter 25 Euro. Also das ist echt ein ziemlicher Schnapper. Ich habe eine Pistole, die ich mir mal vor 15 Jahren geholt habe. Es gibt eine amerikanische Firma, die Firma Badger. Die hatte damals eine Pistole rausgebracht, nämlich die. Die damals ungefähr so 150 Euro gekostet hat. So. Sieht ähnlich aus. Was? Ja. Kann mir jetzt mal irgendjemand den Unterschied zwischen der teuren und der günstigen zeigen? Haben die Amis gut kopiert. Die Chinesen von den Amis. Genau. So. Die haben ihnen den Amerikanern eine Ehre angetan. Also tatsächlich, wenn man sich die auch näher anguckt und sowas, also die Unterschiede, die sind so marginal. Na, also das ist eigentlich erstaunlich, dass man sowas auf dem Markt nicht kaufen kann. Na, aber das ist eigentlich eine 1:1-Kopie. Ja. Ist das Ergebnis aber entscheidend, ne? Das Spiel. Ich habe tatsächlich keinen Unterschied gemerkt. Okay. Also ich merke dann, wie gesagt, ich mache da auch zu wenig mit, ich bin kein Profi. Mhm. Die würden vielleicht sagen, boah, hier sind China-Scheiß, ne? Aber hier, dieser China-Scheiß muss man schon gucken. holt euch das nicht, aber wie gesagt, ich für meinen Zweck, ich merke da keinerlei Unterschied. Was diese Pistolen noch etwas Vorteiliges haben gegenüber der anderen Pistole ist, dass die tatsächlich auch nochmal eine separate Luftregelung haben. Hier ist nochmal ein Zusatzventil, was diese kleine Pistole nicht hat. Also auch hier kann man nochmal ein bisschen feiner justieren, ohne dass man da halt wirklich irgendwie an den Kompressor irgendwie ran muss. Wenn man da wirklich sagt, ich muss immer ein bisschen mehr Druck, ein bisschen weniger Druck, je nach Farbkonsistenz irgendwie machen. Na, also das kann man relativ gut und fein bei dieser Pistole machen. Und zum anderen ist sie noch ein Riesenvorteil, bei dieser Pistole ist die Reinigung einfacher. Weil man kann hier vorne das Vordermodul ich muss mal Spitzen ziemlich aufpassen. Mach das mit der anderen, dass man die nicht verdengelt. Ja. Genau. Also man kann hier tatsächlich das komplette vordere Teil mit der Düse abnehmen und reinigen. Das kann man komplett ins Reinigungsbad legen. Während man will ich bei der anderen Pistole, musst du komplett die Pistole reinlegen. Also da will ich die Düse zu reinigen, die ist nochmal aufwendiger, als das mit dieser Pistole so ist. So. Wie also ist Reinigungsbad, muss ich das Lösungsmittel oder? Wenn du tatsächlich Farben nimmst mit Lösungsmittel, ja, dann musst du auch mit Lösungsmittel musst du auch reinigen. Bei den Acrylfarben auf Wasserbasis klappt das wirklich gut mit Glasreiniger, also mit Fensterreiniger. Ne? Das kann man damit sehr gut machen. Kommen wir mal hin zur Reinigung. Wir haben auch ein Ultraschallbad, da geht das wirklich sehr, sehr gut und einfach mit. Jo, hier ist so eine Pistole aufgebaut. Man hat oben einen kleinen Farbbehälter. Da wird die Farbe, die man sich entweder angerührt hat oder die schon fertig ist, die wird reingeträufelt. Man hat unten einen Luftanschluss. In diesem Falle habe ich da für unsere Pistolen habe ich eine Schnellkupplung angeschlossen. Das heißt, wenn man den richtigen Schlauch hat, kann man tatsächlich die Pistole über diese Kupplung klick wie so eine normale Druckluftkupplung einfach an- und abziehen. Da muss man die Schrauben und so,
Ist ein kleines Tool, kostet ein paar Euro, ist aber unheimlich hilfreich, dass man da nicht jedes Mal wieder das lösen muss. Ist auch nicht gut fürs Gewinde, glaube ich, auch da. Deswegen, wie gesagt, das kann man einfach lösen. Ist dann auch, also der Schlauch ist dann luftdicht, da bläst die Luft nicht raus, ne? Arbeitet halt genau wie so ein normaler Druckluftkoppler. Ja, wie gesagt, Fahrbehälter und ein kleines Ventil zum Feinjustieren. Hier kommt die Luft rein. Es ist dieses Teil, das ich genannt halte, das ist das eigentliche Druckluftventil. Da ist so ein kleiner Nipsi dran. Der wird durch diesen Hebel runtergedrückt und dadurch wird die Luft freigegeben. Ja, also ist das binär oder kommt es darauf an, je nachdem wie du drückst, desto mehr kommt raus? Genau, letzteres. Also du hast nicht nur 1 oder 0, also nicht nur Luft rein oder raus. Du kannst es hier regeln. Das ist ein bisschen schwierig und man muss es ein paar Mal gemacht haben, aber es funktioniert tatsächlich. Aber das ist auch so ein Kombi-Ding, ne? Mit drücken und nach hinten ziehen. Genau. Ne? Da kommen wir jetzt zum nächsten. Es gibt sogenannte Single-Action-Pistolen und es gibt Dual-Action-Pistolen. Bei der Single-Action-Pistole, da habe ich eine von mir. Das ist diese hier. Sieht optisch auch ähnlich aus. Wir schließen die gleich nochmal an und dann seht ihr auch, wo der Unterschied ist. Bei der kann man tatsächlich nur die Farbmenge regeln, also wie viel Farbe angeschlossen wird. Und nicht, wann die Druckluft zugeschaltet wird. Also diese Pistole ist ständig unter Luftdruck. Die bläst ständig raus, ohne dass du es regeln kannst. Du kannst tatsächlich nur durch den Hebel kannst du die Farbmenge zuschalten. Ich zeige es mal. Ich höre schon, das ist eine Dual-Action-Pistole, weil ich muss tatsächlich die Luft durch das Ventil freigeben. Während ich bei der Single-Action-Pistole, da kann ich drauf drücken, wie ich möchte, da passiert nichts, der hat kein Ventil. Na, die Luft, die bläst permanent mit der gleichen Menge, bläst sie raus. Und du kannst jetzt nur wirklich durch die Hebelbewegung, sage ich noch gleich, wie das überhaupt funktioniert, kannst jetzt nur die Farbe in den Luftstrom einführen. No. Diese Pistolen, die sind am Anfang produziert worden, gebaut worden. Ich wüsste aber nicht mehr, also ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt, also es arbeitet niemand mehr mit diesen Single-Action-Pistolen. Weil du damit, wie gesagt, wenn du so einen Kompressor wie ich habe, der wird also permanent, muss der halt am Arbeiten, weil permanent auch rauskommt. Macht für mich keinen Sinn mehr. Also man kann damit arbeiten, aber ist nicht wirklich sinnvoll. Jo. Wie ist überhaupt so eine Pistole aufgebaut? Also intern. Wie gesagt, die Farbe wird hier eingeführt. Es wird ein Luftstrom irgendwie durchgeführt durch die ganze Pistole oder zumindest in den vorderen Bereich und wird irgendwann vorne rausgedrückt. Die Farbe, die schaltet man dazu, indem in dieser Pistole eine Nadel ist. Die geht fast um die gesamte Pistole. Können wir mal eben zeigen. Das ist nur so ein Halter, dass man wirklich diese Pistole, dass man die besser halten kann, diesen Stift. Aber das hat keine Funktion, das ist einfach nur so eine bessere Frage, weil sonst müsstest du das dann so in der Hand halten und das ist extrem unangenehm. Und ja, deswegen ist das Teil. So, und hier in der Pistole ist halt wie gesagt diese lange Nadel. Und die sorgt nämlich dafür, dass
vorne war. Das in dem vorderen Bereich ist eine Düse mit einem definierten Durchmesser. Also hier ist eine, ich weiß nicht, ob es 0,2 ist oder 0,15. Und in diese Düse wird diese Nadel eingeschoben, bis es auch nicht mehr geht. Das heißt, es wird jetzt im normalen Zustand, wird vorne die Düse durch die Nadel verstopft. Es wird zwar nach Luft an der Seite vorbeigeführt, aber die Farbe ist durch die Nadel, also kommt sie nicht durchs Ventil. Und erst indem durch diesen Hebel die Nadel nach hinten gezogen wird, also aus dem Ventil heraus vorne, erst dann wird die Farbe den Luftstrom reingegeben und dann prallt es auf dein Objekt, was du anmalen willst. Und dann trocknet es quasi auch, weil du hast natürlich eine gute Belüftung irgendwie von der Stelle. Also Sachen, die du sprayst mit so einem ganz feinen Nebel, da kannst du eigentlich sofort mit dem Finger drüber, das ist quasi sofort getrocknet. Ist auch ein Riesenvorteil, dass du sofort mit der nächsten Farbe rüber kannst. Du musst das Ding nicht erstmal eine halbe Stunde oder Stunde erstmal trocknen lassen, sondern du kannst gleich mit der nächsten Farbe drüber. So, wie es nochmal richtig aufgebaut wird, das sind drei kleine Teile vorne. Es gibt einmal einen mechanischen Schutz, wenn das Ding wirklich mal vorne hinfällt, dass es nicht auf die Nadel fällt. Und jetzt kann man aber schon, das ist jetzt der Ventilbereich. Akku alle? Wird denn da nicht nur die Druckluft reguliert, sondern auch die Farbmenge? Ja, beides. Also beides. Ja, beides. Auch nur die Farbmenge. Ja. Exakt. Das ist die Frage, dass du rausfinden musst, wie viel du drückst und wie viel du ziehst. Weil das bestimmt dann Steigt extra groß. Also du musst gleichzeitig, also da muss man das Gefühl für kriegen. Genau. Farbmenge und Luftmenge, das entscheidet dann, ob du auf einmal so batsch, so einen dicken Klecks hast oder nur einen ganz feinen Nebel. Und das ist erstaunlich, was du durch diesen kleinen Weg, wenn du die Nadel bewegst und sowas, was du da wirklich deine Sprühstärke, also die Menge an Farbe, die du reinführst, wie fein man das regeln kann. Und also da kannst du dich ganz, ganz feine Linien kannst du ziehen, aber auch größere Sachen. Also Airbrush ist nicht dafür geeignet, dass du vollflächig irgendwelche Sachen machst, weil dafür einfach, du müsstest dann immer hin und her und siehst dann auch immer die Streifen auch. Mhm. Na, weil du hast Schwierigkeiten, wirklich eine flächige Farbe aufzutragen. Airbrush ist mehr dafür, dass du wirklich eher so filigrane Sachen machen kannst. Wie breit muss man sich den Strahl denn vorstellen? Das hast du in Düsengröße. Also wenn du eine 0,15 Düse hast, dann kannst du 0,15 Strich ziehen. Millimeter. Also es ist nicht so, dass du weiter weggehst und dann sprüht das. Das geht natürlich auch, natürlich, klar. Also das ist kein gerichteter Strahl. Genau. Du musst dann schon sehr dicht am Objekt dran sein und dann wirklich mit der Luftdruck und mit der Farbe musst du echt irgendwie ein bisschen probieren. Und je weiter du weggehst, desto größer geht der Fächer auf und je weniger Farbe kommt dann rauf. Das muss man alles mal probieren. Machen wir die Herren mal. Also ich versuche, dass jeder nachher mal einmal ein paar Stiche ziehen kann. Ja, und ich zeige es nachher nochmal, dass wir das mal komplett auseinanderbauen, weil wir müssen hier noch reinigen. Da kann man natürlich mal sehen, wie nochmal die internen Sachen aufgebaut sind. Jo. So viel zu den Pistolen und was der Unterschied ist zwischen einer Single-Action und einer Dual-Action. Das hört sich schon fast an, als wäre das jetzt ein Workshop hier von Lars auf der Welt. Das ist eine Knacke hier auf dem Tisch. Das ist eine Single-Action, das ist eine Double-Action. Du musst auch an die 20 Schuss. Mit der Klasse 20 Schuss. Mit der Klasse 20 Schuss. Diese Workshop soll eh bleiben. Ach ja, okay. Ja, genau. Das ist ja, dann bring es mit, wenn du was du hast. Ja? Wenn du jetzt zwei fahren kannst. Wie gesagt, von diesem amerikanischen Badger-Nachbau haben wir zwei. Sind, wie gesagt, einfacher zu reinigen und ein bisschen feiner zu regeln. Ich empfehle einfach, wenn ihr da mal eure ersten Versuche macht, nehmt gleich die. Die andere war dabei, die kann man auch mitnehmen. Da kann man wirklich mal so eine Standardfarbe irgendwie einfüllen, dass man sagt, okay, das ist die, wo ich nicht fein mitarbeiten muss, sondern einfach, das ist die Wald- und Wiesenpistole. Und für die Feinarbeitung mit der die. So. Dann gibt es noch, habe ich es auch mitgebracht, da habe ich mal das günstigste Modell, was ich in China finden konnte, an Pistole bestellt.
Und siehe da, die sehen alle sehr ähnlich aus und sind auch intern alle gleich aufgebaut. Also ich glaube, die Qualität, natürlich die Verarbeitung, das Material, wie stark die Chromschicht ist und sowas oder die Farbschicht, ne, und ob das irgendwie rostet oder gammelt oder so. Ne. Aber diese Pistole, die hat 13 Euro gekostet. Ne, also, und du kannst damit arbeiten. Ne. Ist auch ein bisschen wie beim 3D-Druck, ne? Da kriegst du ja auch alles Mögliche, die ganzen Teile, kriegst du auch von bis und immer Glückssache, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Genau. Und du kannst tatsächlich mit einem Drucker, der 150 Euro kostet, auch durchaus gute Ergebnisse machen. Ja. Man muss nicht gleich einen Pusa haben oder so. Na, die Wahrscheinlichkeit, dass man aber mit dem Prusa gleich sofort ein gutes Ergebnis hat, die ist natürlich höher. Ja, aber wie gesagt, ne? Ja, und ich denke mal im Profibereich, also die Airbrusher-Profis, die lachen natürlich jetzt. Selbstverständlich. Material. Also die lachen auch über alles, was hier ist. Ja, aber, also ja. Das hier ist auch, für die Airbrusher ist das eine Einsteigerpistole, liegt aber auch bei 150 etwa. Und die andere, die wir da gekriegt haben, ist die japanische, die liegt im 500er Bereich. Ja. Und das ist dann wirklich High-End. So, jetzt haben wir die Absauganlage, wir haben den Kompressor, wir haben die Pistolen, zum Beispiel Rohr durchgeknackt. Was an Zubehör da ist, wie gesagt, wir haben Schläuche mit Schnellkupplung, wir haben hier so einen Sechsfachverteiler, dass man arbeiten kann, das ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zu den Farben. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Bis ich mal die Flasche her. Farben gibt es wie Sand am Meer. Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Man kann sich selber was anrühren, man kann was Angerührtes kaufen. Unterscheiden sich in der, ja, woraus sind die Partikel? Ist das irgendwie Acryl oder sind das irgendwie Ölfarben? Sind das Wassermalfarben? Ist da Lösungsmittel mit drin? Ist da Farbe? Ist da Wasser mit drin? Wie stark ist die Pigmentierung? Also auch die Deckkraft, irgendwie auf dunklen Flächen vor allen Dingen. Gibt es Riesenunterschiede, auch preislich natürlich. Ja, da geht es auch richtig mal, dass man für so ein kleines Fläschchen auch durchaus mal 20, 25 Euro bezahlt. Na, aber tatsächlich die Menge an Farbe, die man benutzt, für die Zwecke wahrscheinlich, die wir alle hier haben, am Tisch benutzen, die reichen echt richtig, richtig lange. Also so ein Fläschchen, die Thorsten irgendwie hat und so, da bist du, je nachdem wie viel man macht, über Jahre hinkommen. Also, wenn du da nicht irgendwelche Rembrandts irgendwie nachmalen willst, glaube ich, dass wir es ewig halten. Also das, ich weiß nicht, ob du und Shanti das irgendwie noch alle kriegt. Naja, also das, naja, das ich versuche ich. Man wird sehen. War etwas üppig. Also. Was ich uns geholt habe für den Verein, das ist von einer spanischen Firma, Firma Vallejo. Das sind das fertige Farben, die schon für den Airbrush-Bereich fertig angemischt sind. Das heißt, die sind so verdünnt, dass man prinzipiell mit dieser Farbe sofort aus der Flasche heraus einfüllen kann in die Pistole und damit loslegen kann. Es sind verschiedene Farbtöne, habe einfach mal so ein Set geholt. Funktionieren sehr gut, habe ich zu Hause auch. Wie gesagt, die sind auch schon fertig für Airbrush angemischt. Muss man die normale Airbrush-Farben oder Acrylfarben, Acryllacke jetzt verdünnen? Habe ich das jetzt hier verstanden? Ja. In welchem Verhältnis denn dann, wenn? Komm her. Gut. Komm mal. Von der gleichen Firma haben wir auch Farben, Hauttöne, weil man die wahrscheinlich, wenn man mal eine Figur macht, nochmal separat holen nehmen möchte. Diese Farben, die sind hauptsächlich für den Pinselbereich, sind auch Acrylfarben auf Wasserbasis, aber für Pinselarbeiten geeignet. Die sind wesentlich dickflüssiger als diese angemischten Farben für Airbrush. Das heißt, diese Farben müssen wir definitiv für Airbrush-Arbeiten verdünnen. Dafür gibt es sogenannte Verdünner, gleich von der gleichen Firma, weil, wir haben alle gesagt, wenn du die Farben nimmst, nimm auch von dem Hersteller auch den Verdünner. Man braucht so eine ganz, ganz, ganz wenig von. Also diese Flasche wird auch ewig reichen, weil man echt nur tröpfchenweise irgendwie nutzt.
wie man seine optimale Konsistenz irgendwie rausfinden kann, da kommen wir noch zu. Ja, wie gesagt, diese Farben müssen verdünnt werden. Machst du mal auf. Was man auch machen sollte, als kleiner Tipp, als kleiner Trick. Hat jemand ein Messer gehabt? Gut. Das ist ein Schwert. Bin ich sehr beunruhigend, dass ihr alle Messer auf eure Tasche zieht. Ja, ja. Das ist damit so, dass ihr den überhaupt machen wollt. Und damit gleich noch uns rein, meine Kinder. Genau, ja, natürlich. Auch ja. Meide. Ich muss einfach mal warten, dass man eine Farbe raus. Und jetzt noch ein Stück Papier oder so. Ich nehme mal. Darf ich mal? Oder ja. Ja, das ist das gute Fall. Ja, genau. Dann noch lieber mal Papier. Keins? Ja, super. Reicht völlig. Danke. Noch einfach mal so offen. Und es deckt sehr stark und es verläuft im Gegensatz zu. Darf ich mal deine Farbe meinen? Ja. Ist aber auch recht dünn, glaube ich. Ne? Die ist, glaube ich, sehr viel dünner. Das war, was ich vorhin meinte. Ja. Also ich glaube, dass die nochmal ganz anders laufen wird. Seht ihr, das ist schon wesentlich dünner. Und wenn man jetzt mal die nicht angemischte Farbe, also die nicht verdünnte Farbe, dieser Rotöne nimmt, dann seht ihr auch, was ich meine. Man kann die Unterschiede so ein bisschen ahnen. Also das ist flüssiger, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das wäre einfach so ein Punkt, der nicht verläuft. Aber da sieht man wirklich die Unterschiede zwischen den Farben und sowas, wie die verlaufen. Gerade dafür habe ich etwas gebaut. Und das ist als kleines Präsent für die Teilnehmer. Eine Also Farbtropfen, ne? Das ist tatsächlich, das ist also kleinen Halter konstruiert. Das ist tatsächlich die Karte mit einem definierten Winkel. Ja, das ist. Und hier kann man tatsächlich mal oben auf den Punkt einen kleinen Tropfen drauf. Das ist genau der Effekt. Ja, okay. Viel, aber tut ja deutlich flüssig. Genau. Okay. Das muss nicht unbedingt was fürs Ergebnis aussagen. Das kann sein, dass du damit so was bringen kannst. Mhm. Na, aber man sieht, es gibt deutliche Unterschiede in der Konsistenz der Farben. Und man merkt es tatsächlich, wenn man am Sprayen ist und sowas, man muss sich da ein bisschen rantasten. Manchmal sagt man sich, okay, ich muss das noch ein bisschen verbinden oder ich muss die Luft noch ein bisschen mehr aufdrehen und sowas. Weil entweder hast du den Effekt, dass die Luft, wenn die zu dick ist, dass sie dir entweder die Düse verstopft oder du tatsächlich kleine Farbkleckse rausbekommst. Also der rotzt das richtig, wie so ein Mieser, spuckt er das raus. Ne? Wenn das allerdings zu dünn ist, dann deckt die Farbe nicht und die zerläuft so sternförmig. Also sehen wir nochmal, können wir gleich mal wirklich mal die Farben ausprobieren. Ne? Aber tatsächlich dieses Board, da ist auch... Ich habe zu allen Sachen, die ich hier habe, habe ich eine Dokumentation ins Wiki gepackt. Zum Teil auch eine Videoanleitung von den Sachen, wie man die benutzt.
Und auch hier quasi die Halter und sowas, dass man sich die ausdrucken kann. Was liest man da jetzt denn genau ab? Also sollte ungefähr in der Mitte sollte er dann stehen bleiben. Das wäre ganz gut nach ungefähr 30 Sekunden. Mhm. Na, also die Zeit, die ist auch noch relevant, weil wenn du eine Stunde wartest, läuft alles runter. Ja, ist klar. Na, dass man wirklich sagt, in einem definierten Winkel, in einem definierten Zeitraum, schaut man, wie sich die Farbe verhält. Und ich habe ein paar Versuche gemacht und habe dann wirklich gesagt, okay, ich habe diese Aufteilung gemacht. Und wenn es innerhalb von diesen Strichen bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man mit dieser Farbe gut arbeiten kann. Mhm. Na, wenn das zu weit oben ist, ist die Farbe zu dick, dann muss man das verdünnen. Läuft die Farbe zu stark nach unten? Dankeschön. Läuft die Farbe zu schnell nach unten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man Probleme hat, weil es einfach zu dünn ist. Mhm. Okay. Na, manchmal ist es auch gewollt. Ja, es kommt wieder auf die Maschine, auf die Pistole an. Ne? Und auch auf den Einsatzzweck. Richtig, den Untergrund, was man. Also, ich habe nochmal eine andere Farbe, das ist ja so eine Wassermalfarbe, so eine Aquarellfarbe. Also, die ist nochmal dünner wie deine Farbe. Wenn man da nochmal einen Punkt irgendwie drauf macht. Also, die laufen noch schneller und man sieht auch wirklich von. Ja, das hält nicht und auch vom Deckungsgrad ist es einfach. Aber es gibt vielleicht Anwendungszwecke, wo man sagt, okay, ich brauche das, ich will irgendwie nicht deckend haben, ich will das, ich... Pastell oder so, ne? Oder ich habe irgendwie Stoff oder was, den ich vielleicht irgendwie sprühen möchte oder so, keine Ahnung. Ne? Also, ich will ja nicht sagen, dass Farben nicht geeignet sind. Es gibt noch Unterschiede, ne? Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir vielleicht eine kleine Pause machen, zum Luft holen und zu brauchen. Und danach machen wir mal unsere ersten Gespräche.